Geiles Ding, oder? Also ich find's geil. Hübsch ist es. Es ist blau. Blau gefällt mir sowieso. Sieht absolut edel aus und ist eigentlich die Krone der Schöpfung. Besser, schöner, meines Erachtens kann man es eigentlich nicht gestalten. Oder was meint ihr dazu? Ja, meine Freunde, also wenn ihr da Informationen wollt, geht ihr natürlich ganz einfach ins Internet, guckt euch das an, geht bei, ich sag mal, Wikia rein, Community Deutschland, da könnt ihr im Endeffekt eine ganze Menge an Informationen rauskriegen. Guckt euch die einschlägigen YouTube-Videos an, zum Beispiel auch hier von Clash of Clans. Im Endeffekt geht hier darum, dass die Town is coming new on the die neue Maschine, das heißt also, das ist ein geiles Teil. Natürlich auch nur einsetzbar, das darf man auch nicht vergessen, für die Rathaus Level 12. So, was so ein bisschen zu gucken ist, zeige ich euch zusammengefasst. Also, es ist festgestellt worden, aber das weiß jeder, der Clash of Clans spielt, dass die Mauern sauteuer sind. Also, ich sag mal, boah, ey. Und da hat man gesagt, okay, wir reduzieren die mal. Gleichzeitig wurde natürlich auch der Händler angewiesen, dass er mehr Mauerringe anbietet. Quatsch. Nein, ist wirklich so. Also, der bietet dann mehr an. Nur für mich wichtiger ist das hier. Das heißt also, ab dem Level 5, Rathaus Level 5, hast du die Möglichkeit hier. Quatsch. Hab ich jetzt Rathaus Level 5 gesagt? Okay. Mauerlevel meine ich. Mauerlevel 5 hast du natürlich eine Reduzierung. Das heißt, die 5er kosten 5.000 weniger. Die 10er und 11er 1 Million weniger. Bei 200 Mauern sind das immerhin 200 Millionen, liebe Freunde. Also, das macht sich schon bemerkbar. So, dann haben sie die Plätze, beziehungsweise insgesamt den Platz der Schatzkammer auf jedem Rathauslevel, Gott sei Dank, erhöht, was dann wirklich für jeden Spieler den Vorteil bietet, dass er mehr speichern kann. Den Sternebonus, der wurde auch drastisch sogar erhöht. Also, das kann man sich alles hier reinpfeifen. Wenn ich jetzt jeden einzelne Summe hier vorlese, dann sagt er, hat der eine Klatsche, der Jan, also das bringt ja gar nichts. So, andersrum haben die natürlich auch zum Beispiel den Schaden pro Blitzschlag erhöht. Der Frostzauber, wenn man jetzt hier weiter scrollt, hier wurde angepasst, um seinen Nutzen zu erhöhen. Der Klonzauber wurde, der Wohnraum vom Klonzauber wurde auf 3 reduziert, dann 25% Reduzierung der Braukosten und der Zeit und. Dann, was für mich das Wesentliche ist, liest mal hier durch. Alle verfügbaren Gebäude müssen gebaut werden, um das Rathaus erneut zu verbessern. Hallo? Geile Kiste, oder? Bist du also Rathaus 11 und hast noch alle, okay, ich sag mal, alles auf Rathaus 8 Level? Nützt dir das nicht? Da musst du Rathaus 9 Level machen, 10 Level machen, 11 Level machen, bevor du dann Rathaus 12 Level updaten kannst. Ich finde das klasse, weil diese ganzen Rascher gehen einem so auf den Sack, die das übertreiben. Und die hatten ja auch im Clankrieg einen gewaltigen Vorteil, darf man nicht vergessen, weil die konntest du im Endeffekt, die haben Wahnsinnstruppen gehabt mit weniger Kosten und dementsprechend war das also, ich sag mal, vom Matchmaking totaler Schwachsinn. So, was haben wir noch? Bogenschützenturm, der Schaden verringert sich, Inferno-Turm, Bogenturm, blablabla. Was ich so dramatisch finde, was geil ist. Also, ob das jetzt der Heiler ist und so weiter, das, ja gut, ob die Trefferpunkte auf 7 sich erhöhen von 1220 auf 1280, wen interessiert es? Ganz ernsthaft jetzt. Aber wer die Tunnelgräber, also diese Miner einsetzt, der wird's, mit Verlaub, der wird sich auf den Boden setzen und sagen, hä? Was ist denn hier los? Und zwar die Bewegungsgeschwindigkeit hat sich von 20 auf 32 erhöht. Das sind 60%, ist der schneller geworden. Also über die Hälfte schneller. Also fast doppelt so schnell. Hallo? Das heißt also, er wird kaum noch erfasst werden von der gegnerischen Abwehr. Den kannst du richtig geil einsetzen. Hier steht doch nicht der Tunnelgräber Level 1 oder 2 oder was ist verhöht worden, sondern der Tunnelgräber. Also sämtliche Tunnelgräber. Benötigte Zeit zum Untertauchen ist reduziert worden von 1,2 auf 0,6, also um die Hälfte. Das heißt also, ist er um die Hälfte auch wieder schneller. Generell ist es so, der ist doppelt so schnell und verschwindet wieder doppelt so schnell. Also den einzusetzen lohnt sich, liebe Freunde. Das ist mir so aufgefallen hier. Alles andere sind so Kleinigkeiten, die die geändert haben. Natürlich, weil sie gemerkt haben, die bestimmten, ich sag mal, Spieler, die hier sind, ärgern sich schwarz, weil das Matchmaking hinten und vorne nicht stimmig ist. Das ist leider Gottes so. Und man hat wahrscheinlich versucht, hier bestimmte Algorithmen zu ändern und hat da so kleine Eingriffe gemacht, die man natürlich spätestens dann, wenn man das erstmalig spielt, im Spiel dann auch merkt. Toll, bewaffnetes Rathaus, neues Gebäude, Level, Balanceänderung, alles drum und dran. Aber das Aufregendste, auf das wir alle warten, sind eben neue Maschinen, neue Helden, neue Sachen, die da rauskommen, neue Truppen und die zwei neuen Belagerungsmaschinen machen richtig Laune. Die machen richtig Laune.
So, man fragt sich natürlich, was sind Belagerungsmaschinen? Belagerungsmaschinen führen eine völlig neue Spielmechanik in dein Dorf ein. Ich lese das einfach vor. Warum soll ich denn neu was erfinden, was jemand schon gut geschrieben hat? Durch Wände schlagen, die Bombenabwehr, bringe deine Clanburg direkt in das Herz der feindlichen Basis. Und diese mobilen Clanburgen werden in der Belagerungswerkstatt hergestellt, einem neuen Gebäude, das den Spielern ab Rathaus 12 zur Verfügung steht und eure Clanburg-Truppen in den Kampf tragen und beschützen wird. Was machen diese Belagerungsmaschinen? Die werden natürlich versuchen, hier kann man es lesen, direkt zum gegnerischen Rathaus zu fahren, um dort ihre Truppen abzuwerfen. Also das ist schon irre, die schmeißen die also rüber. Und jede Art von Belagerungsmaschine bietet eine einzigartige Methode, um deine Truppen während deiner Angriffe zu transportieren und einzusetzen. Aber natürlich wie immer mehr Details irgendwann später, wenn der erste Angriff damit erfolgt und wir den auf YouTube sehen können. Sobald die Maschine das Rathaus erreicht hat, zerstört sich selber und die Clanburg-Truppen werden freigelassen. Die größte Frage, die es eigentlich zu stellen gibt, werden nur Rathaus 12 Spieler Belagerungsmaschinen nutzen können? Klares Nein, geile Kiste, oder? Nein, die Belagerungswerkstatt nur von Rathaus 12 gebaut werden können Belagerungsmaschinen an Clanmitglieder, die die Clanburg auf Level 6 oder höher ausgebaut haben, gespendet werden. Also, liebe Leute, wenn ihr im Clan einen Rathaus 12er Spieler habt, der spendet euch dann eben diese Sachen. Und damit habt ihr eine neue und effektive Strategie während der Clankriege. Also, alle Clans, die in Rathaus Level 12 Spieler haben, nutzen diesen Vorteil ab der Clanburg Level 6. Also es wird jetzt einen Run eben auf Clans geben, die Spieler haben, die Rathaus Level 12 dann haben. Was auch nicht jeder hat. Also logischerweise werden die, ich sag mal, Rathaus 12 relativ zügig haben, die alle Defense fertig haben. Und wenn man dann noch liest, welche Art von Belagerungsmaschinen gibt es? Hier steht es jetzt, mit der Veröffentlichung von Rathaus 12 werden zwei Belagerungsmaschinen zur Verfügung stehen, der Mauervernichter und der Kampfzeppelin. Also, du weißt schon, was Sache ist. Das heißt also, der Mauervernichter wird wahrscheinlich dahin fahren, man sieht es schon hier, ne? Der knallt also richtig da drauf und der Zeppelin wird wahrscheinlich dahin fliegen. Gehen wir mal weiter runter. Also hier sieht man den Mauervernichter aber sich ganz gut. Der Mauervernichter hat zwei Ziele am Leben. Durch alles zu schlagen, was im Wege steht, ist klar. Ne? Und der Mauervernichter durchschlügt Mauern, verursacht 10-mal mehr Schaden. Der macht alles platt, was da ist. Sieht auch geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben sich also die Designer richtig optisch was einfallen lassen. Besonders auch mit unserem lieben, süßen Schweinereiter, der da drin sitzt. Und der sagt, juhu, da gibt es wahrscheinlich auch geile Videos zu. Also, freut euch drauf. Jo, dann haben wir den Kampfzeppelin, der brutale Barbar plus verschiedene Skelette bevölkern den und beschmeißen die denn ab? Ja, logischerweise Bomben. Also, der heißgefüllte Cousin des Mauervernichters, der Kampfzeppelin, schwebt über die Verteidigungslagen deines Gegners, da es sich direkt um das gegnerische Rathaus kümmert. Ne, also dieser Kampfzeppelin wird der Kampfzeppelin eine kontinuierliche Flut von Bomben abwerfen. Der Kampfzeppelin ist viel schneller als der Mauervernichter, hält aber weniger Schaden aus, logischerweise, weil er nutzt das abwerfen will. Und fülle einfach den Kampfzeppelin mit Valkyren, lege einen Wutzauber auf das feindliche Rathaus, beobachte das Chaos, während die Valkyren einen Wirbelwind der Zerstörung erschaffen, wenn sie vom Himmel fallen. Geile Kiste, oder? Hört sich doch gut. So, letzter Teil dieser Geschichte, die man sich reinpfeifen könnte. Ihr könnt das alles nachlesen, wie gesagt, bei Wikia Community Deutschland. Wenn du eine Belagerungsmaschine trainierst oder eine gespendet bekommst, wird diese in deine Truppenliste angezeigt und auf die gleiche Weise bereitgestellt. Ne? Also wenn du Clan-Truppen von deinem Clan-Kameraden erhältst du eine neue Schaltfläche auf der Benutzeroberfläche. Du kannst deine Clan-Truppen nochmal durch Drücken aktivieren und auf altmodische angreifen oder du kannst dich entscheiden, den direkten Weg zum Rathaus mit dieser Belagerungsmaschine zu nehmen, was mit Sicherheit, also wie ich das hier rauslese, Wahnsinnsvorteile bietet im Clankrieg. Ne? Also nochmal, wenn du die Belagerungsmaschine einsetzt, werden deine Clanburg-Truppen automatisch hineingestellt, bleiben dort, bis eines von drei Dingen passiert. Sie erreichen das gegnerische Rathaus, das sollen sie ja, oder? Die Belagerungsmaschine wird zerstört oder drittens, du kannst die Belagerungsmaschine zur manuellen Entfernung der Truppe selbst zerstören und dann kommen die Valkyrchen raus und egal wie du sie benutzt, deine Clanburg-Truppen werden freigelassen und dürfen richtig Balaba machen.
Also, ich empfehle euch dafür, dieses Video euch anzuschauen. Das dauert 52 Sekunden, ist ganz interessant, wenn man hier drauf guckt, passiert Folgendes. Also da wird wirklich von den neuen Maschinen hier angegriffen. Sieht richtig geil aus und macht richtig Spaß. Das Problem ist das Folgende, sagt der eine oder andere, warum zeigst du es nicht? Ich kann es nicht zeigen, das geht nicht. Und zwar, Clash of Clans hat irgendwann angefangen, eben für bestimmte, ich sag mal, für alle YouTube-Channels das zu sperren, außer du hast diese Möglichkeit, dass du die Sachen vorher bekommst. Und dann kannst du natürlich einsetzen und kannst auch ein Video zeigen. Aber den Original, ich sag mal, Stream oder wie auch immer, das Video kannst du hier nicht einsetzen, darfst das nicht einsetzen. Obwohl das Quatsch ist, nämlich du könntest ja veränderst und kannst da eine Coverversion machen. Ihr wisst, dass man Lieder einfach mit demselben Text, mit derselben Musik und alles drum und dran singen darf, ohne dafür etwas zu zahlen. Das nennt sich dann Coverversion. Das im Endeffekt wäre dasselbe. Also man könnte hier eine Coverversion machen, wenn ich jetzt hier den Text nicht verändere. Okay, ja Gott. Hat es denn noch Sinn? Nö, wenig, ne? Also, auf jeden Fall lohnt sich das hier anzuschauen. Wie gesagt, nochmal. Wikia Community Deutschland, ihr findet hier alles. Und wenn man da runter jetzt weitergeht, ja, liest man dann im Endeffekt solche Stimmen wie zum Beispiel, dass die Leute, viele Leute, das weiß ich, sagen, also die hätten gern das mal, wie das mal früher mal gedacht wäre, denen ufert das Spiel zu extrem aus, was ich zum Teil natürlich auch finde. Weil, ich sag mal, die Kiddies zum Beispiel, ohne den, vom Alter her was zu wollen, wirklich nicht. Also ich sag nicht, dass ein 10-, 11-, 12-Jähriger irgendwo den, das Hören nicht hat, das zu spielen. Nur das Problem ist, du bist wirklich über, du bist überfordert zum Teil, was sich alles da auf dich zuwendet. Und die Angriffe werden auch mal schlechter. Es ist ja nicht so, dass die Angriffe besser werden, sondern die Angriffe werden zum Teil schlechter. Das ist wirklich so. Also wenn du so einen Rathaus-Level 11er siehst, der mich angreift, zum Beispiel mich persönlich, dann macht er vielleicht 40%, 45% oder 50% oder 60%. Mehr kriegt er gar nicht auf die Reihe. Und das soll gut sein. Hallo? Neuer. Es wird natürlich wie immer sein, man kann es natürlich keinem recht machen und hier wird es Kritik ohne Ende geben. Das heißt, hier werden Leute sagen, das ist die größte Kacke, die ich je gesehen habe. Die anderen werden sagen, das ist das Beste, was je war oder was auch immer. Je nach Ansichtssache ist der eine begeistert, der andere ist am Boden zerstört und sagt, ich spiele das Spiel nicht mehr, das wird mir zu kompliziert. Okay, also liebe Leute, geht einfach locker rein, versucht einen schönen Clan zu haben, versucht Freunde, nette Kumpels um euch rumzuscharren in der, im Clan, in der Clan-Gemeinschaft. Das ist eigentlich Sache, auch bei der in den Clan-Spielen. Das lohnt sich, macht riesen Spaß, darauf zurückkommen, wollte ich euch auch noch was aus unserem Clan zeigen. Tja, die liebe Pam hat mir das geschickt. Die hat es nämlich aufgenommen. Selber hatte sie im Moment 4725. Das war heute Morgen, das heißt also vor rund 8 Stunden. Und mittlerweile haben wir um die Mittagszeit die 75.000 geknackt. Das heißt also, unser Clan hat im Clanspiel nach einer kurzen Zeit von knapp 2,5 Tagen schon die 75.000 erreicht. Und die Leute, die mitgemacht haben, die sind hier auch noch erwähnt. Leider Gottes ist einer wieder abgehauen hier raus, was ich nicht nachvollziehen kann, weil warum der jetzt rausgegangen ist. Ich sage auch, wer das ist. Vielleicht sieht er ja das Video zufällig. Und weil das ist immer doof, warum gehen die Leute raus und sagen dann immer einen Gruß oder sagen Tschüss, der Lord B 1978, der hat sowieso nichts gequatscht, vielleicht war ihm auch der Chat zu viel, den wir hatten, also lieber Gott, wir quatschen eben viel, der ist einfach in den Clan rein, wo auch verschiedene andere, die wir schon gekickt haben, muss man ganz ehrlich sagen, hinmarschiert sind, okay, müssen sie alles selber wissen. Das Schöne in unserem Clan ist Folgendes, wir haben frisches Blut drin, richtig nette Leute, das muss man ganz ehrlich sagen, diejenigen, die raus sind, mir tut es nicht leid um euch, wenn ihr dieses Video seht, weil die Leute, die jetzt drin sind, das sind immerhin über 45 aktive und von 50 Clan-Mitgliedern sind 45 aktiv im Clan-Spiel drin. Und das könnt ihr sehen, das heißt also, da haben die noch die Möglichkeit, hier mitzumachen. Hier hat Pam, glaube ich, 44 in der Liste drin, genau, 44. Und die restlichen 6 können zum Teil nicht mitmachen. Und es lohnt sich, in den Clan-Spielen richtig Gas zu geben. Schaut man sich die maximalen Belohnungen an, die es da gibt. Ne? Freigeschaltet, wie gesagt, haben wir jetzt die 75.000. Und dann gibt es die Rune des dunklen Elixiers. Hallo? Endlos Menge an dunklem Elixier? Also, wer will das nicht? Das ist eine geile Geschichte. 200.000 Elixier oder 180.000 Elixier, wenn das auf Level 6 dein Lager ausgebaut hast, dazu der, oder das Universalbuch. Also, liebe Leute, Clasherherz, was willst du mehr? Mit diesem schönen Video von der Pemmi verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder was auch immer,
schreibt mir einfach rein und freue mich über jeden netten Satz von euch. Und wünsche euch weiterhin beste Gesundheit, viel Spaß im Spiel und spielt es einfach stressfrei. Euer Jan, ciao, ciao.